Wir freuen uns so. Ready und go. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. The issue, but I know you're the one to always jump the gun. And there's a lot of people. Oh wow, that's a big one. Vater hat uns gerade gesagt, von den schönsten Stränden der Welt. Und wir haben uns jetzt schon verabschiedet. Ja, wir haben uns schon verabschiedet. Wir haben unsere Reise begann in Frankfurt. Nach einigen Komplikationen saßen wir dann aber auch endlich im Flieger. Und es ging zuerst nach Doha, wo wir einen zweistündigen Zwischenstopp hatten. Und von dort aus dann direkt nach Auckland. Glaubst du, dass du nicht wegläufst? Ich weiß es nicht. Wir sind da! We're looking very dead. So, gucken wir. Die waren eh alle leer. Pretty, wie aussieht. Wow, liebes Fett. Ja, unser weißt Zimmer noch ist echt auswendig, warm. Wo wir hin müssen? In welcher Großstadt? In welcher Großstadt sind Vögel lauter als Autos? Auf zum Supermarkt. Wir mit unseren Free Apples. Alles kostet mit dem, was geht. Guck mal, wie sparsam wir sind. Und 4 Dollar sind ungefähr gar nichts. Ah. Alter Leute, wir sind gerade einfach den ganzen Weg gelaufen zum Hafen wegen dem Wasserspender. Leben am Limit. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, da vorne ist das Meer. Ich kann es nicht glauben. Oh, wie schön. Es ist einfach Januar. Heute ist der 31. Januar. Ich bin am Meer im tiefsten Sommer. Da vorne sind noch die Berge. Hi Leute, guten Morgen! Ich bin so gut gelaunt, weil wir haben gerade eine Surfwoche gebucht. Ah, die ist am Rumspringen. Und zwar geht's morgen los. Heute ist Freitag. Und ja. Von Samstag bis Freitag bleiben wir. Und zwar ist es in Wangamata. Voll fancy mit der Bauchtasche hier. Genau, wir sind übrigens im 3. Stock unser Zimmer. So sieht das Hotel aus. So sieht das hier aus, wenn man aus unserem Hotel rauskommt. So geiles Wetter, Leute. Schaut mal, die Sonne scheint. Es ist warm. Später geht es noch in die Stadt. Schauen wir uns noch ein bisschen Auckland an. Und morgen geht es dann schon weiter ins Surfcamp. Go, go. Schaut euch mal diesen Strand an. Da vorne ist die Hanna. Heute ist es nicht ganz so warm. Ich glaube so 22 Grad oder so. So Leute, wir haben gerade unsere erste Surfstunde gehabt. Open eye for the waves cut. Die Sonne ist rausgekommen. Und diese zwei Felsen sind so unglaublich schön. So Leute, ich sitze gerade hier schon auf meiner Matte und ich habe mir gar nicht erzählt, dass ich an meinen Füßen extremen Sonnenbrand bekommen habe am Strand.
so ich unser Essen auf. Hier sind wir gerade gut angekommen nach unserem ersten Hitchhiken in Wahei an der Bushaltestelle und sitzen im Bus nach Tauranga und darauf haben wir angestoßen mit unseren Tim Tams, das haben wir immer gemacht. So Leute, jetzt sind wir gerade auf dem Weg, den Mount Manganui zu besteigen. So sieht das hier aus. Da ist ein Babyschaf. Oh, Baby. Das ist ganz schön steil hier. So, noch 15 Minuten haben wir es geschafft. Ja, das ist echt gut anstrengend, vor allem weil wir keine Pause gemacht haben. Leute, wir haben gerade gesagt, wenn man diese Weiten sieht, wird einem erst bewusst, wie weit man überhaupt von zu Hause weg ist. Ich hoffe, man erkennt das jetzt, aber es geht bis ganz nach hinten. Also man kann gar nicht so weit schauen, so weit geht das Meer. Boah, das müsst ihr sehen. Ah, die sind riesig. Laura, show it again. An hour with my shovel. 5 hours with mine.